Ach Gott, das ist, Bulo ist Männchenzeichner, Ideenhaber, Kreativmensch, der einfach versucht, Ideen, die er hat, umzusetzen. Meistens sind sie visualisierte Ideen, gezeichnete Ideen, auch mit Text, aber viel Konzept auch. Und ja, damit ist Bulo eigentlich ein Synonym für den Versuch, ein bisschen unterhaltend etwas in die Welt zu geben, was hoffentlich Menschen sehen und sie müssen es nicht gut finden, aber sie sollen es wahrnehmen und im Idealfall sich drüber streiten. Denn was polarisiert, ist gut. Reimt sich zwar nicht, aber stimmt trotzdem. Also den Namen gibt es ja tatsächlich seit 1974, weil zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwas gemalt, so einen Krakelkopf, da war ich 3 Jahre, 3,5 irgendwie so. Und da hat meine Mutter damals diese Zeichnung gesehen und in Anführungszeichen drunter geschrieben, Bulo. Also muss ich irgendwas geplappert haben wie Bulo, Bulo, als ich das gezeichnet habe. Und so vor 25 Jahren war ich mal der Meinung, ich brauche ein Pseudonym. Und habe dann so alte Zeichnungen von mir durchgeguckt, habe diese Zeichnung entdeckt und fand diesen Namen so schön doof eigentlich, aber irgendwie sympathisch doof, auch kurz, prägnant, dass ich mich seitdem Bulo nenne. Ja? Und habe den damals sozusagen bewusst in den Freundeskreis, in den Markt gedrückt und seitdem nennen mich tatsächlich sehr viele Menschen Bulo. Ich glaube nicht, dass Netz per se überlegen ist, dem gedruckten Medium. Du kannst im gedruckten tatsächlich Dinge machen, du kannst damit spielen, mit einer Haptik, die du mit dem Netz nicht unbedingt kannst. Und das ist ja nicht zuletzt im Corporate Publishing-Bereich, ne? Also wo quasi Magazine, gedruckte Sachen auch gemacht werden für Unternehmen, ein spannender Punkt. Zwar sagen sie alle, oh, digital und hier und App dort und online da, aber wenn es darum geht, ein gewisses Image zu verkaufen, da wollen sie doch immer noch was haben, möglichst hochglanz, was sie jemand überreichen können und bitteschön, das sind wir. Also ist online nicht unbedingt überlegen per se, in der Geschwindigkeit schon und vor allem in den Möglichkeiten, dass du einfach auch ausprobieren kannst. Ne? Also wie gesagt, von 10 Sachen, die ich zeichne, sind 9 vollkommener Schrott. Ja? Die 10. ist dann auch geil, behaupte ich, und richtig geil, sodass man sagt, scheiße, drum mag ich den Bulo und drum brauche ich den Bulo. Aber 9 sind auch vollkommener Mist. Das kann ich aber gut testen. Online, weil da siehst du sehr schnell, wie etwas funktioniert, trifft es so den Geschmack auch für eine Gruppe, für die es sein soll und kriegst einfach spannendes Feedback, was du dann bei Print nicht kriegst, nicht so direkt. Ja. Da geht online wieder stärker ins Blut und darum ist es ein perfekter Weg, um quasi so ein bisschen A, seinen eigenen Marktwert zu testen und B, um ihn aufzubauen. Wenn du in die Richtung der Sender fragst, sagen ja, alles ist bewegt, alles ist bewegt. Und wenn du jetzt die Verlage anguckst, die meinen auch, ja, wir brauchen jetzt Bewegtbild, wir brauchen Bewegtbild. So gesehen muss man die Frage natürlich zunächst klar mit ja, das ist die Zukunft beantworten. Ich glaube auch ganz grundsätzlich, egal ob irgendwas online ist oder gedruckt oder im Fernsehen oder nicht lineares Fernsehen oder was auch immer. Die Leute haben so ein bisschen wirklich verlernt, Geschichten zu erzählen. Auch Verlage haben all die rausgehauen, die eigentlich Geschichten erzählen konnten, zugunsten derer, die Erbsen zählen konnten oder auch zugunsten derer, die ganz toll alles blinken machen können. Aber Menschen, die wirklich, egal ob kurze oder lange oder dicke oder dünne oder schwarz-weiße oder farbige Geschichten, eine Story zu erzählen, egal ob sie digital ist oder print, das ist für mich, glaube ich, so der Beruf der Zukunft. Das kann man sich im Moment noch nicht vorstellen, aber ich glaube, Geschichtenerzähler ist wieder ganz groß im Kommen. Ja? Nicht mehr so wie auf dem Bazar früher, aber im Prinzip schon. Ja? Ja, das klingt immer so, als ob die große Revolution kommt und es ist auch so. Ja? Ich habe eine Idee gehabt und von daher freut es mich, dass du hier sitzt mit deinem Kamera-Equipment. Ich dachte mir, was wollen alle irgendwie, egal ob Sender oder Verlage oder Radios, sie müssen auch irgendwo Werbung verkaufen. Ne? Und an sich ist ja Werbung auch nicht scheiße, außer sie ist scheiße und außer sie ist scheiße dargeboten. Und wann war wirklich das letzte Mal, wo man sich auf Werbung gefreut hat? Das darfst du jetzt vom ursprünglich BR natürlich nicht sagen, aber bei den Mainzelmännchen wage ich zu behaupten, das war das letzte Mal, wo er gesagt hat, ui, da freue ich mich, da kommt der Werbeblock. Nicht wegen der Werbung, ja, sondern wegen dieser kleinen Figuren. Aber trotzdem hast du, weil du die Figuren geguckt hast, auch
den Meister Propper gesehen und den General und die Tilly, die da ihre Hände schon drin badet und sowas. Das heißt, es wurde ein Umfeld geschaffen, was einfach unterhält. Da haben die es wirklich geschafft, etwas zu machen, wo man sich auf Werbung freut. Und mein Gedanke war jetzt, das müsste man einfach nochmal machen. Und ich hatte so eine Idee für eine Figur, weil ich tatsächlich glaube, dass Figuren, gerade wenn sie gezeichnet sind, die sind sowieso Markenbotschafter, denen kannst du die Tür im Herzen nicht zusperren. Wenn da so eine Figur gedanklich und herztechnisch bei dir anklopft, machst du auf, fühlst dich an was erinnert, so aus der Kindheit. Und eigentlich, wenn die nicht ganz schlecht ist und dilettantisch gemacht, musst du die dann auch gern haben und reinlassen, mitsamt der Botschaft. Also ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd. Und die Idee, das kann ich ja sagen, du wirst es ja auch sehen gleich, ist der Werbeprofessor. Ja? Und der Werbeprofessor ist quasi so eine Figur, die etwas tut, was ich so irgendwie noch nicht gesehen habe, nämlich es gab Fernsehansagen, die das Programm angesagt haben und der Werbeprofessor ist jemand, der die Werbung ansagt, der sozusagen Text steht jetzt noch nicht, weil du wirst jetzt dabei sein, wie ich das Ding quasi das erste Mal auch dann zeichne. Ja? Und ich habe natürlich auch noch den Text dazu nicht eingesprochen, aber im Prinzip soll der irgendwie so sagen, so, bleiben Sie bitte dran, schalten Sie nicht ab, Sie werden im Folgenden vier ausgezeichnete Spots sehen von erlesener Qualität. Und das ist der Plan. Ja? Kann sein, dass es eine vollkommene Schnapsidee ist, aber nachdem ja die Produktion, wie wir auch sehen werden, eigentlich relativ schnell gemacht ist, kann man es einfach mal wagen. Es beginnt wirklich immer damit, dass ich, dass eine Idee da ist, ein Konzept. Also zu sagen, Mensch, wie wäre das, wenn es so eine Figur gäbe? Und dann muss ich die natürlich für mich auch mal visualisieren. Oft ist dann tatsächlich ein Bild schon im Kopf, ja? Wobei ich immer sage, ich selbst habe das nicht gefunden, ich habe mich einfach leer gemacht im Hirn, ja? Und dann findet dich die Idee. Ich bin nie der Meinung gewesen, man selber kommt auf Ideen oder findet Ideen, sondern man muss bereit sein, komplett auf weiß zu schalten im Hirn und dann wird man von einer Idee gefunden. Da glaube ich wirklich fest dran. Und du hast dann auf einmal ein Bild im Kopf. Schwierigkeit, oft will die Hand nicht so, wie dann das Bild im Kopf ist. Ja? Dann ist die Nase zu groß und die Ohren sind scheiße und irgendwie die Haare sind zu lang oder zu kurz oder ich habe vergessen, überhaupt welche zu zeichnen. Knüll, weg damit so ungefähr. Manchmal geht es auch schneller, aber im Prinzip sitze ich oft an der richtigen Knubbelnasengröße viel länger als an der grundsätzlichen Idee, ob der jetzt eine Hose oder eine Latzhose oder einen Mantel oder keinen Mantel anhat. Und dann gehe ich ganz klassisch her, zeichne mit Bleistift auf Papier und wenn ich meine, das passt jetzt so, nehme ich so einen Filzstift, Faserstift, zeichne das nach, radiere dann die Bleistiftzeichnung raus, scanne das Ding ein und im Rechner koloriere ich es dann oder wenn es schwarz-weiß sein soll, flächig auszufüllen und also nichts auf irgendeinem Board oder mit dem Finger auf einem Touchscreen, sondern das wichtigste Utensil ist für mich tatsächlich ein Block oder Papier. Und das ist zwar ein Anachronismus, du machst etwas für eine digitale Zeit, aber es kommt aus einer ganz analogen Zeit. Und das ist mir auch wichtig. Ich muss das mal theoretisch auch hinbacken können und sagen können, das sieht aber blöd aus. Und ich mag auch dieses Gefühl, etwas tatsächlich zerknüllen zu können und wegzuschmeißen. Das kann ich alles nicht auf Knopfdruck. Da geht mir keiner ab, wenn ich auf Knopfdruck was weggeschmissen habe. So, ich brauche das an die Wand Schmeißgefühl oder ich könnte es an die Wand schmeißen. Und das Nachteil ist, es stapelt sich halt das bezeichnete Papier, weil ich es dann in den meisten Fällen dann auch nicht wegschmeiße, sondern alles aufhebe, weil ich denke, man könnte es ja nochmal gebrauchen. Das ist die Zeichnung von letztem Mal. Erinnerst du dich noch dran? Ja. Ich habe die dann nochmal zu Hause nachgezeichnet, in Ruhe am Küchentisch. Dabei ist dann das hier rausgekommen. Und mit dieser Zeichnung muss ich natürlich in den Rechner gehen. Ab in den Scanner im Prinzip. 77777. Und dann habe ich das hier sozusagen als Linienzeichnung zunächst mal. Dann wird es ein bisschen angefüllt, nicht koloriert, weil wir lassen ihn ja schwarz-weiß. Das ist mir wichtig, dass diese spezielle Figur so eine antike Anmutung ein bisschen hat. Wir füllen ihn hier aus. Das geht ganz einfach, indem ich dann hierher gehe und hier ein bisschen den Hintergrund hell mache, da dunkler.
Dann gibt es noch eine Stufe mit den Schatten, die ich genauso mache, damit es ein bisschen plastischer wird. Und dann hast du zunächst mal die eine Grundform, die jetzt zwar noch sehr starr ist, weil der Herr nur den Arm nach oben hebt oder den hier. Und da brauchen wir jetzt noch verschiedene Haltungen, gar nicht viele. Einen mit Arm unten, einen Mund auf, einen Mund zu. Gehen wir wieder her, retuschieren wir hier ein bisschen raus. Mund weg, den Arm weg, machen ihm einen neuen Arm. Jetzt haben wir schon eine ganz andere Form, wie er hier zum Beispiel mal nix sagt und den Arm nach unten hat. Und das ist er, der Moritz, Herr Moritz Röder, darf man ja mal sagen, MR Motion, Mr. Motion, Mr. Motion, genau. Zudem geht das Ganze dann rüber, das heißt, die ganzen Dateien, die ich dann am Rechner gemacht habe, schicke ich Moritz mitsamt der Tondatei und Moritz verwurschtelt es dann alles zu einem Brei oder auch Film. Genannt, ja, auf seine unvergleichliche Weise, die ich niemals könnte. Und ich kann nicht zeichnen, das ist gut. Also reden, machen. Genau, so. Dein Lieblingsthema, ja genau. Ja, genau. Also wichtig ist halt, wie du das immer so schön erklärst, ja, man muss halt immer gucken, dass es irgendwie ansatzweise mundsynchron ist. Ne? Ja. Zum Beispiel die Vokale, ja, O, ja, oder das A. Ja. Und an den Stellen, wo jetzt zum Beispiel wieder ein A oder ein O kommen würde, würde ich halt dementsprechend die Bilder einfügen. Unfassbar. Ne? Alles aus drei. Das finde ich ja das Spannende, dass du wirklich mit ganz wenigen, wie viel haben wir? Acht verschiedene Bilder sozusagen, du etwas zustande bringst, was in der Kombination, wie du es zusammenstellst, immer wieder eine neue Emotion darstellen kann. Und wenn dir dann noch einen richtigen Scheiß einfallen lässt, der dann tontechnisch da drauf zu legen ist, kannst du eigentlich jede Geschichte erzählen. Also das ist wirklich in Zeiten von Storytelling, es kommt in erster Linie auf die Idee an, die dann hoffentlich vom Kunden teuer zu bezahlen ist und nicht irgendwelche aufgelaufenen Arbeitsstunden, wo dann die Agentur das abrechnet und das und das und das und das noch. Nee, der Kunde soll aber auch bereit sein, für eine Idee zu bezahlen und zu sagen, hey, das ist eine Geschichte, die hat mir kein anderer erzählt. Und das ist so ein bisschen das, wo es einfach sehr schön ist, wenn man jemanden hat, der auch genau weiß, dass da immer ein nach einer Pause kommt. Es kommt halt ohne Explosion und ohne großes Ding aus, deswegen muss es halt genau passen. Ja, und wenn dann sozusagen die ganzen Sachen bei Moritz sind, zusammengearbeitet sind, mit dem Ton und mit dem Bild zusammengeschoben, schaut es im Prinzip so aus, wie wir jetzt mal sehen. Meine Damen und Herren, Sie kennen ihn alle. Er ist der Mann, der aus den Krisengebieten dieser Welt berichtet, zum Beispiel aus dem BR. Er ist mit Haien getaucht, stand vor Apple Stores, um dort das erste iPad der Welt zu ergattern. Manche sagen, er sei ein guter Mensch, er ist aber vor allem eins, er ist der Richard Gut. Ja. Weißt du, was wir hier gemacht haben, ist eigentlich knapp 30 Sekunden Quatsch. Also hast du ja gesehen, ein kleines Filmchen, was gar nicht groß eine Geschichte erzählt. Aber die erste Reaktion auch von dir war, du hast gelacht. Das hat dich emotionalisiert, das hat dich irgendwo gepackt. Du hast Spaß dabei gehabt. Im Idealfall verbreitest du sowas. Und du hast gesehen, dass wir da ganz wenig Mittel dafür brauchen. Wir brauchen eine gute Idee, wir brauchen ein Bild, was wir ein bisschen abändern. Wir brauchen die Fähigkeit, das dann zu animieren im Zusammenhang mit einem Ton, der ganz schnell entstanden ist. Der kann auf dem Klo entstehen. Im Auto, wie es tatsächlich wirklich schon bei Auftragsarbeiten passiert ist, beim draußen Rauchen oder hier am Tisch. Also alles Zutaten, die Minimalaufwand eigentlich sind und nicht wie viele Agenturen oft ihren Kunden versuchen vorzumachen, wir brauchen das und das und das und das und das. Und wenn die Story nicht stimmt, dann kannst du nämlich den ganzen Schrott in die Tonne kloppen, dann packt es den, für den es gedacht ist, nicht. Und das finde ich so schön dran, dass du mit eigentlich kleinen Ideen und wenig Equipment und natürlich auch einem Menschen, der es schafft, das dann von den vielen stummen Bildern in ein bewegtes Bild umzusetzen. Wenn du das hast, kannst du Geschichten erzählen. Das ist Storytelling at its best sozusagen. Also dann vom Storyteller-Wäscher zum Millionär. Ne? Das wäre so der Plan. Ne? Oh, genau. Cut!